Das zwischen dem Bahnhof und der Bahnhofshinterfahrung liegende Gelände ist derzeit wegen der zukünftigen Nutzung aktuell sehr im Gespräch. Für eine Verbindung vom Bahnhof zur Hinterfahrung ist die Wiedereröffnung vom Werdetunnel unerlässlich. Die Schließung von diesem Tunnel liegt ca. 20 Jahre zurück. Damals konnte man mit dem Auto ganz einfach vom Bahnhof zur Philippshöhe fahren. Der Eingang zum Tunnel ist von der Bahnhofshinterfahrung noch offen. Der Pfeil zeigt den Eingang und die Tunnelrichtung. In der Draufsicht sehen wir das noch anders dargestellt. Am Eingang sieht man noch im Hintergrund das ehemalige und jetzt leere Arbeitsamt. Anfangs, mit noch ein wenig Licht, sehen wir sehr gut die Graffiti-Wände. Der Boden ist vollkommen mit mehreren Zentimeter hohem Schlamm überzogen. Rechts verläuft parallel nebenher ein kleiner Gepäcktunnel. Ohne entsprechende Beleuchtung würde niemand durch so einen Tunnel gehen. Am Tunnelende ist der Zugang zugemauert. Von der anderen Seite sieht es so aus. Hagen ist gespannt, wie es mit dem Tunnel weitergeht.